Und nun nochmals die Grafiksteuerung im Detail. Umständliche Programmierung ist passé. Nicht die Steuerung bestimmt, was Sie tun müssen, sondern hilft Ihnen bei dem, was Sie intuitiv schon immer tun. Sie wählen aus schon vorhandenen Teilen ein ähnliches aus. Mit geringstem Aufwand ändern Sie nun Schenkellängen, Biegewinkel oder Radius. Anderes Material oder andere Materialstärke? Auch das ist sofort geändert. Die Zuschnittslänge oben rechts wird selbstverständlich ebenso aktualisiert. Mit der Pressing-Funktion können Sie ohne Spezialwerkzeug große Radien kanten. Passt das Teil nun wirklich? Der Maschinenkörper und das Biegeteil werden schematisch dargestellt und Sie sehen am Bildschirm, was passieren wird und können Ihre Fertigung schon mal trocken durchspielen. Den Werkzeugwechsel führen Sie ebenfalls intuitiv geführt durch. Eine Berührung des Werkzeugs und schon öffnet sich die Werkzeugklemmung. Den Werkzeugwechsel berücksichtigt die Steuerung natürlich sofort, auch in der Grafik. Umschalten vom Überblick zum Detail? Kein Problem, mit der Zoom-Funktion des Touchscreen-Bildschirms.